Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht mehr ernähren. Da sagte der Sohn: »Vater, es geht euch so schlecht. Ich falle euch zur Last. Lieber will ich selbst fortgehen und sehen, wie ich mein Brot verdienen kann.« Da gab ihm der Vater seinen Segen und nahm mit großer Trauer von ihm Abschied. Zu jener Zeit aber führte der König eines mächtigen Reiches Krieg. Der junge Mann trat zu ihm in den Dienst ein und zog mit ins Feld. Und als er vor den Feind kam, da lieferten sie sich eine Schlacht. Und es herrschte eine große Gefahr. Und es regnete blaue Bohnen, dass seine Kameraden von allen Seiten niederfielen. Und als auch der Anführer fiel, da wollten die übrigen die Flucht ergreifen. Aber der junge Mann trat heraus, sprach ihnen Mut zu und rief: »Wir wollen unser Vaterland nicht zugrunde gehen lassen.« Da folgten ihm die anderen und er drang ein und schlug den Feind. Als der König hörte, dass der Sieg allein dem jungen Mann zu verdanken sei, erhob er ihn über alle anderen, gab ihm große Schätze und machte ihn zum Ersten in seinem Reich. Dieser König nun hatte eine Tochter, die war sehr schön, aber sie war auch sehr wunderlich. Sie hatte den Schwur abgelegt, keinen zum Gemahl zu nehmen, der ihr nicht versprach, wenn sie zuerst sterben würde, dass er sich mit ihr lebendig begraben lassen würde. »Wenn er mich wirklich liebt«, sagte sie, »wozu will er dann noch leben?« Dagegen wollte sie das Gleiche tun und wenn er zuerst sterben würde, mit ihm in das Grab steigen. Dieser sonderbare Schwur hatte bis jetzt alle Heiratswilligen abgeschreckt, aber der junge Mann war von ihrer Schönheit so eingenommen, dass er auf nichts achtete, sondern bei ihrem Vater um ihre Hand anhielt. »Weißt du auch«, sagte der König, »was du da versprechen musst?« »Ich muss mit ihr in das Grab gehen«, sagte er, »wenn ich sie überlebe. Aber meine Liebe ist so groß, dass mir die Gefahr egal ist.« Da willigte der König ein, und die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert. Nun lebten sie eine Zeit lang glücklich und vergnügt miteinander. Da geschah es, dass die junge Königin schwer krank wurde und kein Arzt konnte ihr mehr helfen. Und als sie tot dalag, da erinnerte sich der junge König, was er hatte versprechen müssen, und es grauste ihm davor, sich lebendig in das Grab legen zu müssen. Aber es gab keinen Ausweg. Der König hatte alle Tore mit Wachen besetzen lassen und es war nicht möglich, dem Schicksal zu entgehen. Als der Tag kam, wo die Leiche in das königliche Gewölbe beigesetzt werden sollte, da wurde er mit hinabgeführt und dann das Tor verriegelt und verschlossen. Neben dem Sarg stand ein Tisch, darauf vier Lichter, vier Laibe Brot und vier Flaschen Wein. Sobald dieser Vorrat zu Ende ging, musste er verschmachten. Nun saß er da voll Schmerz und Trauer, aß jeden Tag nur ein bisschen Brot, trank nur einen Schluck Wein und sah doch, wie der Tod immer näher rückte. Indem er so vor sich hin starrte, sah er aus der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervorkriechen, die sich der Leiche näherte. Und weil er dachte, sie käme, um daran zu nagen, zog er sein Schwert und sagte: »Solange ich lebe, sollst du sie nicht anrühren!« Und er zerhieb die Schlange
in 3 Stücke. Nach einer Weile kroch eine 2. Schlange aus der Ecke hervor. Als sie aber die andere tot und zerstückelt daliegen sah, ging sie zurück, kam bald wieder und hatte 3 grüne Blätter im Mund. Dann nahm sie die 3 Stücke von der Schlange, legte sie, wie sie zusammengehörten, und tat auf jede Wunde 1 von den Blättern. Schon bald fügte sich das Getrennte zusammen. Die Schlange regte sich und wurde wieder lebendig, und beide eilten miteinander fort. Die Blätter aber blieben auf der Erde liegen, und dem Unglücklichen, der alles mit angesehen hatte, kamen die Gedanken, ob nicht die wunderbare Kraft der Blätter, die die Schlange wieder lebendig gemacht hatte, auch einem Menschen helfen könnte. Er hob also die Blätter auf und legte 1 davon auf den Mund der Toten, die beiden anderen auf ihre Augen. Und kaum war es geschehen, so regte sich das Blut in den Adern, stieg in das bleiche Angesicht und rötete es wieder. Da holte sie Atem, schlug die Augen auf und sagte: »Ach Gott, wo bin ich?« »Du bist bei mir, liebe Frau«, antwortete er und erzählte ihr, wie alles gekommen war und wie er sie wieder zum Leben erweckt hatte. Dann reichte er ihr etwas Wein und Brot, und als sie wieder zu Kräften gekommen war, erhob sie sich und sie gingen zur Tür und klopften und riefen so laut, dass es die Wachen hörten und dem König meldeten. Der König kam selbst herab und öffnete die Tür. Da fand er beide frisch und munter und gesund vor sich und freute sich mit ihnen, dass nun alle Not überstanden war. Die 3 Schlangenblätter aber nahm der junge König mit, gab sie einem Diener und sagte: »Verwahr sie mir sorgfältig und trag sie zu jeder Zeit bei dir. Wer weiß, in welcher Not sie uns noch helfen können.« Es war aber mit der Frau, nachdem sie wieder zum Leben erweckt worden war, eine Veränderung vorgegangen. Es war, als ob alle Liebe zu ihrem Mann aus ihrem Herzen gewichen wäre. Als er nach einiger Zeit eine Fahrt zu seinem alten Vater über das Meer machen wollte und sie auf ein Schiff gestiegen waren, so vergaß sie die große Liebe und Treue, die er ihr bewiesen und womit er sie vom Tode gerettet hatte, und bandelte mit dem Schiffer an. Und als der junge König einmal dalag und schlief, rief sie den Schiffer herbei und fasste den Schlafenden am Kopf, und der Schiffer musste ihn an den Füßen fassen, und so warfen sie ihn hinab ins Meer. Als die Schandtat vollbracht war, sagte sie zu ihm: »Nun lass uns heimkehren und sagen, er sei unterwegs gestorben. Ich werde dich schon bei meinem Vater so loben und rühmen, dass er mich sofort mit dir vermählt und dich zum Erben seiner Krone einsetzt.« Aber der treue Diener, der alles mit angesehen hatte, machte unbemerkt ein kleines Schifflein von dem Großen los, setzte sich hinein, schiffte seinem Herrn nach und ließ die Verräter fortfahren. Er fischte den Toten wieder herauf und mit Hilfe der 3 Schlangenblätter, die er bei sich trug und auf die Augen und den Mund legte, brachte er den jungen Mann wieder erfolgreich ins Leben zurück. Sie ruderten beide aus allen Kräften, Tag und Nacht, und ihr kleines Schiff flog so schnell dahin, dass sie früher als das andere bei dem alten König ankamen. Er war doch sehr verwundert, als er sie allein zurückkommen sah und fragte, was passiert wäre. Als er von der Schandtat seiner Tochter erfuhr, sagte er: »Ich kann's nicht glauben, dass sie so schlecht gehandelt hat. Aber die Wahrheit wird bald an den Tag kommen.« Dann schickte er sie beide in eine verborgene Kammer, wo sie sich vor jedermann versteckt halten sollten. Bald danach kam das große Schiff herangefahren, und die böse Frau erschien vor ihrem Vater mit einer betrübten Miene. Er sagte:
Warum kehrst du allein zurück? Wo ist dein Mann? Ach, lieber Vater, antwortete sie. Ich bin ja so traurig. Mein Mann ist während der Fahrt plötzlich erkrankt und gestorben. Und wenn dieser gute Fischer hier mir nicht Beistand geleistet hätte, dann wäre es mir auch so schlimm ergangen. Er ist bei seinem Tod zugegen gewesen und kann euch alles erzählen. Der König aber sagte, ich werde den Toten schon wieder lebendig machen. Damit öffnete er die Kammer und bat den Mann und den Diener, herauszukommen. Als die Frau ihren Mann erblickte, stand sie da wie vom Donner gerührt. Aber dann sank sie auf die Knie und bat um Gnade. Der König aber sagte, da ist keine Gnade. Ja, aber Vater, er war bereit, mit dir zu sterben und hat dir dein Leben wiedergegeben. Du aber hast ihn im Schlaf umgebracht. Ja, aber Vater, pack deine Koffer. So wurde die Königstochter mit ihrem Geliebten zusammen aus dem Reich gejagt. Der Mann aber verliebte sich in eine neue Frau und lebte glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get.